So, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar CSGO Overwatch. Ja, ihr seht schon, ich bin hier wieder downgerankt worden von Master Guardian. Oh, ich muss mal hier den Sound leiser machen vorher mal kurz. Weil, auch nicht Grafikeinstellungen, Audioeinstellungen, ist mir ein bisschen zu laut. So. Gut. So, wir schauen uns das ganze Material mal an. Und wie immer werden wir dann schauen, ob der jetzt offensiv hackern hat oder sonstiges. Oder ob er vielleicht einfach nur Skill hat. Weil ich habe auch schon oft genug was kontrolliert, ohne das Ganze aufzunehmen. Und oft war es dann auch so, da war einer, der hatte irgendwie 2 zu 12 oder 14 oder wie auch immer. Und hat einfach mal irgendwann einen Luckshot hingelegt und instant reported natürlich. Das ist natürlich auch so ein Ding, ja, ist halt so, wenn man auf Rage ist, wird das eben so, ne, zack, zack, du bist Cheater, ich reporte dich und so. Ja, gut, bin ich auch mal drauf und sag so, boah, Cheater. Wobei man natürlich auch sagen kann, ja, aha, also er guckt auf jeden Fall, okay, also er guckt ja mal so die Wand an, wo sie hingehen und konnte sich gerade nicht entscheiden, ob er nach B oder nach A geht. Und da denke ich gerade, dass er weiß, wo die Gegner sind. Gucken jetzt wieder. Okay, sie gehen nicht nach A, weil gerade eben hat man gesehen, okay, die gehen nach B, geht er nach B, na, die gehen wieder A, okay, okay. Und der weiß echt wirklich, wo die sind. Oha, der hat an. Ich glaube jetzt echt schon, dass der an hat. Der hat an. Oh meine Güte, ich glaub's ja nicht. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Wetten, der nächste wird ein Header. Oh, Backe, hey. Oh, Backe, du. Jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt. Ich wollte eigentlich schon immer mal irgendwie überlegen, ob ich da mir vielleicht irgendwie ein Thema raussuche, wo ich nebenbei bespreche. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt eine Monatpause hatte von CSGO und dass ich jetzt einfach gar ein Aim habe wie eine scheißende Kuh, betrunken auf dem Sturzfeld. Und, ja. Ist auf jeden Fall schon sehr offensichtlich, dass der was anhat, aber ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, er hat an und er hatte gar nicht an, deswegen schauen wir uns das erstmal bis zum Ende an und werden das Ganze dann beurteilen. Und bam, den hat er. Natürlich Headshot, obwohl er auf den Bauch gezielt hat, ist ja natürlich klar. Das ist ja Logo. Man weiß auf jeden, er weiß auf jeden Fall, wo die Leute sind und er hat auch bis jetzt immer Headshots gehabt. Ja, das ist schon sehr schade, dass der die hacken müssen. Aber es ist natürlich für uns auch ein bisschen Unterhaltung. Zack, bam, der ist natürlich weg. War kein Headshot. Wow, krass. Meine Güte, er... Oha, Er ist schon ein bisschen vorsichtiger, gell? Zack. Oh, er hat nicht getroffen. Jetzt hat er getroffen. Da war sein Aim aber am Arsch. Oh, Backe, du. Oh, Backe, du. Also, das ist eigentlich schon wirklich sicher, dass der Hack anhat. Ja. Auf jeden Fall habe ich heute einmal in Ranked gespielt mit 2 Kollegen. Also mehrere Matches und so. Und da war es dann auch wirklich so, dass ich da einfach mal... Ich habe einfach gar nichts mehr hingekriegt. Ich dachte, bin ich jetzt irgendwie neu in CSGO und so. Und wenn man da wirklich eine Zeit lang nicht mehr spielt, dann kommt man da auch wirklich raus. Das ist schon übel. Also man sieht echt, der weiß, der guckt da durch die Wände. Das ist so offensichtlich. Offensichtlicher geht's gar nicht mehr. Offensichtlicher würde es dann sein, wenn er einfach durch die Wand direkt schießt. Aber ich meine, er weiß einfach, wo die sind und so. Und das ist doch schon... So wie er einfach guckt und alles. Ich meine, er guckt jetzt hier ganz vorsichtig. Und... Ja. Und er hat ihn durch die Wand auch noch Schaden gemacht. Oh, Backe, ey, du. Oh, Backe, du. Ja. Wenn das nicht mal ein Hacker ist, du. Man kann es natürlich auch wieder sagen, er spielt ein bisschen auf Sound und so. Ist ja in Ordnung. What the fuck? Wie konnte man nochmal... Jetzt habe ich das leider vergessen, wie man hier nochmal dieses Replay anmachen hätte. Oh, ach du Scheiße, er hat nicht getroffen. Ach du Kacke, du. Das ist lächerlich einfach nur. Lächerlich. 16-3 hat er ja. Das ist richtig lächerlich. Also da ist schon klar, dass der anhat. Das ist sehr, doch sehr offensiv.
Wir haben übrigens bald die 200 Abonnenten erreicht, da freue ich mich doch schon so wirklich drauf. Und ich bin mal gespannt, da wird es wahrscheinlich wieder einen Livestream geben, ob sowas vielleicht mal gibt, wieder hat man glaube ich noch gar nicht, wie irgendwelche Verschenkungen oder derartigen Dinge, müssen wir mal gucken. Aber ich denke, das wird sich dann herausstellen. Alter, wieso trifft er jetzt nicht mehr? Ich denke, der hat an. Meine Güte, ist er zu blöd zum Cheaten, oder wie? Also, dass er durch die Wand gucken kann, ist, denke ich, schon klar, weil, das sieht man einfach. Wer das nicht sieht, der ist echt blind. Und da guckt er natürlich sofort dahin, weil er ja weiß, da kommt er hin. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Da wurde heute zu Recht reportet. Also irgendwann mal, da wurde zu Recht reportet. Ist auch gut so. Lächerlich. Das ist so lächerlich. Also offensiver geht's echt nicht mehr, ne. Oh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Eieiei. Mhm. Oh. Übrigens, vorher, als er gestorben ist, als er sich so nach links geguckt hat, das war wahrscheinlich gerade, damit es nicht so auffällt, falls er dann reported wird, aber das ist einfach so auffällig, dass er da einen Hack anhat. Also, jetzt mal ernsthaft, auffälliger geht's gar nicht mehr. Soll ich eigentlich mal Musik bei sowas hinterlegen? Mal gucken. Vielleicht tue ich das heute mal machen. Denke ich auch mal ganz tolle. Mit ein bisschen Musik. Dass ich da mal nicht rede oder so. Die Frage ist, ob er Auto Zielhilfe anhat. Also vorher bei der Deal war das, denke ich, schon sehr offensiv, aber es kann ja auch einfach, naja. Also wo die Leute sind, weiß man definitiv. Das ist schon mal klar. Das kann man ja gar nicht mehr. Nö. Wie ging das hier nochmal mit dem? Man konnte hier doch. Da bin ich gerade echt blöd dafür. Aber man kann auf jeden Fall irgendwie hier gucken und dann das Ganze verlangsamen und so. Das weiß ich gerade leider nicht. Wie das funktioniert, das ist schade. Oh, Backe, du. Ja, was kann ich denn so verziehen? Ach, das war's doch schon. Ach so, okay. Also, nun, da Sie das Beweismaterial geprüft haben, ist es Ihre Pflicht, die Tatsache festzustellen. Ja, das wissen wir ja. Zielhilfe. Also, bei der Diegel war das vorher doch schon. Sichthilfe, definitiv. Außerordentliche Störung, das ist... Gegner zu erlangen... Unzureichende Beweise, so. Und Spielbehinderung, unzureichende Beweise, so. Gut. Das ist mein Urteil. Wenn ich hier gerade wegen der Zielhilfe falsch liegen sollte, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ich denke wirklich da vorne, weil das war die Igel gerade am Anfang, war das doch schon sehr auffällig, ne? Deswegen machen wir das so. Gut, das war's denn jetzt auch schon für... diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns, denke ich mal, in der nächsten Folge, entweder beim Overwatch oder bei sonst irgendeinem Spiel und ja, ich bin raus. Haut's rein, tschüss.